So, und damit herzlich willkommen zu der letzten Folge The Hunter Call of the Wild RP Staffel Nummer 8. Und ja, wie schon erwähnt, ist heute die letzte Folge. Wir werden noch mal ein wenig pirschen gehen. Dann müssen wir auch ein paar Schweine schießen und ein paar Recken, glaube ich. Das war's aber dann auch schon. Also, es ist heute nicht so viel zu tun. Aber ein wenig was ist zu tun und da läuft irgendwas. Was läuft denn da? Kann ich mal sehen. Egal, dann laufen wir auch mal in die Richtung und schauen uns das selber an. Ja, letzte Folge, wie erwähnt. Also, ich denke mal, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Wir müssen noch ein paar Keile schießen und ein paar Recken. Mehr nicht. Du hast. Das ist ein Zweierbock. Ja, den brauchen wir nicht unbedingt. Aber ich denke mal, das schaffen wir alles schon noch heute. Also es liegt alles im Bereich des Möglichen und da läuft eine Ricke. Da machen wir uns direkt mal ran. Da sehe ich mich. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo die hinläuft, aber ist mir auch Wumpe. Irgendwo da in die Richtung. Ist auch zu weit, um jetzt zu callen. Das bringt nichts. Von da laufen wir mal schnell. Nehmen wir die Beine in die Hand, stellen uns da oben gleich auf den Hügel und dann passt das. Ja, der Bock ist zwar verflucht, aber das sollte die Ricke nicht jucken. Hoffen wir mal. Dann kriegen wir wenigstens noch eine Ricke. Also ich meine, es war richtig, dass wir noch Ricken brauchen. Aber ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, so aus dem Kopf. Egal, wir schauen. Also zur Not eine Ricke mehr oder weniger wird es jetzt auch nicht so schlimm machen. Also überschießen werden wir schon nicht. Aber wäre gut, die jetzt noch zu bekommen. Ich glaube, da brauchen wir wirklich noch welche. So. Jetzt gucken wir mal. Okay. Da ist sie. Ich habe eigentlich geschossen, wo sie noch breit stand. Dachte ich. Ja, breit. Spitz von hinten will ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal schießen eigentlich. Und jetzt liegt sie ja. Okay, sie war schon auf der Flucht. Aber wir haben sie noch bekommen. Ja, ich hätte vielleicht sogar noch schneller schießen können. Aber egal. Jetzt ist es eh zu spät. Und sie liegt ja auch. Also. Ich sehe jetzt keine Probleme irgendwie. Wir laufen da schnell hinterher und dann haben wir den ersten Punkt doch auch schon mal abgearbeitet für heute. Das läuft. Freut mich. Ich weiß auch nicht, wie viele Recken es noch sind. Wie immer bin ich jetzt erstmal alleine. Letztes Mal kam ja nochmal Edgar zwischendurch mit ins Revier und hat gepirscht. Meistens mache ich ja wirklich alles alleine hier leider. Egal, kann man nicht ändern. Ja, mich nicht so doll beschweren. Was läuft da? Rotwild. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Ricke liegt. Da liegt sie. So. Ja, okay, sie stand noch, als ich gezielt habe und dann war da. Egal. Sie liegt. Nicht so schlimm. Passt schon. Guti. Dann würde ich sagen, geht's weiter. So, ich bin weiter gepirscht. Und da hinten steht zumindest ein Schweinchen auf dem Bock. Der ist jetzt aber nicht so wichtig. Um den sollte sich's nicht handeln. Aber wo ein Schweinchen steht, stehen ja meistens auch mehrere, oder? So ist meine. Ah, falscher Locker. Pff. So ist meine Theorie. Deswegen hoffe ich, dass wir hinter dem Berg jetzt gleich noch ein, zwei sehen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Aber schauen wir, zur Not nehmen wir die Bache auch mit. Ist mir relativ Wumpe. Aber wie gesagt, Keilerchen bräuchten wir ja noch. Und den würde ich noch lieber nehmen. Ja, und jetzt zieht sie auch her. Also wenn da noch mehr ist, dann sollte es jetzt auch gleich hierher ziehen. Ja, schauen wir mal.
Kann auch ruhig ein bisschen schneller erzählen. Was ist das eigentlich für ein Bock? Können wir uns ja nebenbei ein bisschen angucken. Aber ist sogar ein ganz schön schwacher Zweig, glaube ich. Die Bache ist auch noch ruhig. Schau mal, hey, jetzt. Obwohl ich glaube, da sind keine mehr hinter der Kuppe. Würde ich fast vermuten. Aber man weiß es ja nie. Also. Aber ich lasse sie noch ein paar Meter kommen. Dann schießen wir die Bache mal. Da sind Gänse jetzt gelandet. Können wir uns auch mal hinlegen, haben wir glaube ich noch gar nicht so geschossen. Liegen dieses RP ist ja noch sicherer. Nee, da kommt nichts mehr nach, sonst wären die jetzt auch schon rüber. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich call nochmal. Vielleicht stellt sehe ich auch nochmal breit, aber sonst schießen wir die jetzt einfach. Jetzt nicht, wenn der Bock davor zieht, das wäre doof. Ich denke die ganze Zeit im Augenwinkel, dass da oben doch was kommt wegen den Kanadagänsen. Oh mein Gott. Aber ne. Ist nicht der Fall. Ja, vielleicht können wir auch den Zweierbock noch dazu schießen, wenn er gleich noch stehen bleibt, weil der ist ja echt schwach. Aber wir schießen erstmal diese Hund und je nachdem, wenn sich noch eine Chance ergibt. Nehme ich die doch an, aber sonst. Der Bock legt sich jetzt sogar hin. Vielleicht kriegen wir ja auch noch. Jetzt läuft sie sogar. Na, ja, jetzt wird es auch nichts mehr im Liegen schießen. Na komm. Jo, hat doch gepasst. Ja, so einen schwachen, mehrjährigen Bock kann man dann auch rausnehmen, finde ich. Also, der bringt es auch nicht mehr so weit. Jetzt ist auch endlich Ruhe von der Gänse. Passt. Beide in sauberen Schuss. Alles entspannt. Sehr schön. Nur einmal quer durch. Und mein Spiel ist abgestürzt. Ach, scheiße. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, nachdem vorhin mein The Hand of Carved Wild abgeschmiert ist, ist jetzt eben mein Aufnahmeprogramm flöten gegangen und hat die letzten beiden Aufnahmen nicht gespeichert. Wo ich Fuchs, Dreierkeiler, ein Rotkahlwild geschossen habe. Also das fuckt mich gerade mega ab. Also so, keine Ahnung, 7 Minuten Aufnahme sind einfach für die Tonne. Aber egal, da steht jetzt eine Ricke und aus Frust alleine schon werde ich die jetzt erlegen. Nicht, weil wir sie noch brauchen, sondern aus Frust und ich habe Scheiße geschossen. Ach, Digga, nee, ne? Schon wieder. Nochmal vorbei. Nochmal vorbei. Ach, scheiß drauf. Ich habe eben so gut geschossen bei dem Fuchs, bei dem Schwein und bei dem Stück Kahlwild. Das Schwein ultra geilen Schuss flüchtig noch. Aber ihr seht es jetzt nicht und ich kacke jetzt komplett rein. Scheiß drauf, egal. Das fuckt mich gerade komplett ab mit OBS. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwas ist passiert, dass es nicht aufnehmen wollte. Und jetzt funktioniert es einfach wieder. Und ich merke das natürlich auch nicht. Ich depp. Normalerweise gucke ich immer sogar, ob das alles passt. Bei jeder Aufnahme, aber nee. Nee, nee. Mann, ey. Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie angepisst ich bin. Aber egal, geht trotzdem alles in Abschlussplan, auch wenn ich nicht aufnehme, von daher.
Naja, für einen Abschlussplan hilft es uns für die Folge hier heute. Muss ich halt länger aufnehmen. Egal. Egal, egal. Schauen wir mal. Hier müsste irgendwo der Anschluss sein. Ich glaube, ich habe zu tief geschossen, sozusagen. Also, dass die Trefferlage ein wenig zu tief ist. Schauen wir mal auf dem GPS-Gerät, wo der Schnuffi sich bewegt. Da ist er. Ach Mann, naja. Immer die gleichen Probleme mit OBS. Schon scheiße, aber egal. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich hätte euch tatsächlich die Tonspur einblenden können, aber das ist halt auch doof, wenn man einen Schwarzbildschirm hat. Aber den Ton hat OBS tatsächlich aufgenommen. Anruf Fuchs. Fuchs, würde ich mich ja jetzt sehen, ne? Wo ist Schnuffi hin? Eigentlich muss ich da hinterher. Ah, vielleicht sehen wir den Fuchs ja trotzdem. Erstmal geht die Nachsuche vor. Ja, zu tief. Ich hab's gesagt. Egal. Schauen wir nochmal schnell, ob wir hier irgendwo den Fuchs sehen. Der wird jetzt eh schon abgehauen sein. Deswegen renne ich schnell hinterher, um vielleicht nochmal eine Chance zu haben. Aber ich denke mal, wird schwieriger. Ne, hier sieht man jetzt nichts. Dann sieht es, glaube ich, auch eher schlecht aus. Naja, die Ricke erstmal wieder bekommen. Das ist ja das Wichtige. Da müssen wir ja noch vorankommen. Und Fuchs ist ja nur so ein bisschen Beifang. Sozusagen. Komm jetzt nochmal gucken. Vielleicht steht hier unten ja auch noch was. Ja, Fasan brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Fuchs hier runtergewechselt ist. Also vielleicht. Da unten auf der Wiese könnte ja auch immer mal was stehen. Warum nicht? So mäßig. Aber sieht schlecht aus. Schade. Schade, schade, schade. Okay, kann man nichts machen. Also, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich irgendwas anderes finde, was wir schießen können. So, ich bin jetzt ein bisschen weitergegangen und das mit den Stinkern wird doch noch was. Ist gut. Also, bin schon ein Stück weiter. Es ist nicht den, den wir eben gehört haben. Aber sind wieder mal zwei Stinker auf mein Konto. Ihr merkt schon, das läuft dieses RP richtig gut. Mit der Stinker kann ich richtig gut umgehen. Egal. So, da war Licht einer. Ein Sechser Melicher. Und da haben wir einen. Eine Fee. Auch gut. Okay. Dann pirsch ich mal wieder weiter. Schauen wir mal, was noch so geht. Stinker gehen auf jeden Fall immer. Wir müssen noch ein, zwei Recken, ein, zwei Keilerchen schießen. Aber wir sind da jetzt schon ganz gut davor. Kriegen wir schon hin. Finde ich schon noch irgendwas. Gucken wir mal hier eben die Wiese lang. Vielleicht steht da ja noch was. Aber das scheint nicht so sein. Dann geht's weiter. Direkt vor mir in die Ricke. Keine Ahnung, wie ich das so spät erst bemerken konnte. Jetzt ist ein Stein als Kugel gefangen. Ich komme mir gerade aus dem Busch gefühlt raus und auf einmal steht sie vor mir. Ach, läuft doch. Komplett einen Herzinfarkt gefühlt bekommen. Naja, läuft, liegt, LL. Ah, ne, ist ein Böckchen nur. Das ist egal. Aber ich kam da wirklich raus. Man konnte sie halt nicht früher sehen und dann steht sie hier einfach. So komplett weird. Aber egal, geht weiter. So, ich habe die nächste Ricke vor. Leider schon wieder flüchtig.
Das ist auch eine Ricke. Wir nehmen aber die. Der erste Schuss war, glaube ich, nicht so gut. Deswegen habe ich lieber noch einen zweiten hinterher gesetzt. Der ging dann, glaube ich, aufs Haupt. Der erste war ein bisschen weit hinten, glaube ich. Aber das passt schon. Liegt ja. Deswegen lieber zweimal schießen. So teuer ist die Munition jetzt auch nicht. Ja, dann sind wir, glaube ich, jetzt sogar mit den Recken durch. Ich muss gleich nochmal gucken, aber ich meine, so langsam sind wir damit durch mit dem Thema. Bleiben nur noch die Keiler über. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, erster Schuss zu weit hinten, zweiter Schuss zu weit vorne. Egal. Ach, irgendwas dazwischen vielleicht nächstes Mal. Egal, passt schon. Direkt vor mir laufen Sauen. Das ist eine Dreierwache. Das ist ein Keiler. Oh! Muss so schnell gehen. Am besten immer Keiler, aber zur Not nehmen wir auch noch die Wache. Läuft doch. Ah, wo ist jetzt das Keilerchen? Hier. Da. Ja, guter Schuss. Zwei Keiler und zwei Bache müssten es gewesen sein. Sehr schön. Es war jetzt auch wieder zufällig, dass sie auf einmal über die Schneise rüberrennen, wo ich hier runtergehen will. Naja, aber manchmal macht es der Zufall dann ja auch. Top, freut mich. Schauen wir eben mal nochmal auf die Schüsse. Der erste war zu weit hinten, der zweite hat aber gepasst. Sehr, sehr schön. Gucken wir eben nochmal, aber hier steht nichts mehr auf der Wiese. Okidoki, dann fehlen uns immer noch ein, zwei Keiler. So, ich habe hier eben ein drohendes Klopfen verspürt. Und dafür haben wir den Drilling dabei. Ich habe eben schon mal das Visier abgenommen. Und dann kriegen wir vielleicht gleich nochmal ein Kaninchen geschossen. Schnuffi, geh weg. Vollpassen. Da ist eins. Oh, Fasane sind hier auch noch. Läuft. Also wenn hier auch noch Fasane sind, da. Jetzt fliegt er hoch. Der erste hat nicht so ganz gepasst. Aber immerhin der zweite. Ja, guten Schuss. Sehr schön. Guti. Ja, dann würde ich auch sagen, so langsam könnte man diese Folge auch ausklingen lassen. Und ja, wie schon erwähnt, die letzte. Die hat noch einen Fuchs gequart. Da. Vielleicht kriegen wir den ja noch. Würde ich mitnehmen. Stinker geht immer. Ja, ich muss jetzt noch eine Sau schießen. Habe ich gerade gesehen, ein Keilerchen. Das mache ich denn außerhalb von der Aufnahme. Das kriege ich auch noch so hin, glaube ich. Das mache ich eben noch flink. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Staffel. Staffel 8.
War, finde ich, wieder eine gute Staffel. Wenn ihr das auch so seht, gerne kommentieren. Verbesserungsvorschläge fürs nächste Mal. Und ja, es wird bestimmt ein nächstes Mal geben. Wenn ihr da auch mitmachen wollt, einfach auf unseren Discord-Server joinen. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ja, und sonst, denke ich mal, gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Also nochmal gerne ein Like da lassen, abonnieren, damit ihr auch die nächsten Staffeln oder Staffel zumindest nicht verpasst. Jetzt gucken wir nochmal. Finden wir den Stinker hier irgendwo? Jetzt sind wir auch gleich an der Grenze angekommen. Ich glaube nicht. Egal, dann lassen wir es sein. Also, wie gesagt, Like, Abo, Kommentar, ich würde mich sehr freuen. Und dann verabschiede ich mich hier aus der achten Staffel und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und.